Hallo meine Einhörnchen, herzlich willkommen zu einem neuen DIY. Und zwar machen wir heute ein cooles Batik-Shirt, inspiriert durch Everybody Wants Some. Das ist der neue Film vom Boyhood-Regisseur. Und da geht es so ein bisschen um die wilden 80er College-Leben und ja, was gehört da anscheinend zwangsläufig in Amerika dazu? Genau, verrückte Kiffer, die auf dem Campus rumhängen. Und ich dachte, was passt da besser zu als so ein swirly Batik-Shirt, und ich zeige euch heute die Technik dazu, und wir nehmen dafür zwei verschiedene Farben. Was wir noch brauchen ist ein weißes T-Shirt und ganz wichtig, das sollte einen sehr hohen Baumwollanteil haben, weil sonst lässt es sich nicht färben. Ich habe jetzt 95 Baumwolle, 5 Elastan, das funktioniert auf jeden Fall. Dann Haargummis oder Schnur, Gummihandschuhe, damit ihr keine bunten Finger danach habt, Stofffarbe, dann eine Färbeschüssel. Und wenn ihr nicht den guten Tisch oder Teppich eurer Mutter versauen wollt, dann auch eine Unterlage und heißes Wasser. Ich mache jetzt erstmal schon mal die Farbe. Die kann dann schon mal ein bisschen sich auflösen. Hier sind nämlich diese kleinen Färbekristalle drin. Wenn ihr die kleinen Packungen davon kauft, die gibt es auch in klein, da ist das schon vorgemischt. Da müsst ihr das nicht selber mischen. Das ist dann ein bisschen einfacher. Aber geht nicht auf! Ich sehe schon, jetzt kriege ich das bestimmt in einem Schwaps auf und dann sind die ganzen Kleider hinter mir alle voll mit Farbe. Oh Mann. Luke, du musst. Oh, ging voll leicht. Wegen meiner guten Vorarbeit ging das so leicht. Danke. Okay, Farbe auch rein. Jede Stofffarbe wird anders angerührt. Da müsst ihr mal gucken, wie eure gemacht wird. Und in der Zeit, während sich das auflöst, können wir schon mal diese Spirale machen. Und zwar nehmt ihr euch die Mitte vom T-Shirt hier und fangt an zu drehen. Wenn ihr so eine große Falte habt, dann macht einfach mehrere daraus. Das soll so rund und flach wie möglich werden. Am Ende habt ihr hier so eine kleine eingedrehte Spirale. Und die müssen wir jetzt irgendwie so fixieren, und da nehme ich einfach Haargummis für. Man kann ansonsten auch ein Stück Schnur nehmen oder so Paket. Gummis, völlig egal. Einer so, der nächste dann so. Und noch ein letzter. Und jetzt haben wir hier dieses lustige, kleine, handliche Paket. Und warum haben wir so viele Gummis genommen? Weil wir jetzt immer unterschiedlich, ich habe ein Blau und ein Pink. Pink, Blau, Pink, Blau, Pink, Blau, Pink, Blau. Und danach haben wir die Optik von dieser lustigen Spirale. Deswegen fangen wir jetzt mal mit dem Pink an. Ihr könnt natürlich, wenn ihr richtig motiviert seid, jedes Stück einer anderen Farbe geben. Dann ist es halt super mäßig, hippie, knallerbunt. Also wenn ihr sagt, ich war jetzt hier irgendwie aufs Woodstock Festival, ich brauche das bunteste Shirt aller Zeiten, dann macht das so. Dann, nächste. Eins freilassen, ne, wisst ihr ja. Auch vielleicht soll ich mal die Gummihandschuhe anziehen. Schwester Lee, bitte in den OP. Eine Rektaluntersuchung. Ich habe ja leider nie so richtig studiert. Also was heißt so richtig? Ich habe gar nicht studiert. Deswegen weiß ich auch nicht, ob es einfach nur so ein Mythos ist, dass es so abgedrehte Partys in Universitäten gibt, oder ob das nur in Amerika so ist. Das könnt ihr mir mal gerne unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr schon studiert, ob es bei euch auch so abgeht. Aber ich kenne euch ja, ihr seid alle voll die Nerds, so wie ich. Deswegen studiert ihr wahrscheinlich alle nur Atomphysik oder andere Fächer, wo 20.000 Nerds aufeinander sitzen und alle trauen sich nicht zu tanzen. Obwohl ich sagen muss, dass eine der coolsten Partys, auf denen ich jemals war, tatsächlich die Geologen der TU gemacht haben. Einmal im Jahr feiern die Barbara-Tag, und es ist dann die Barbara-Party, weil Barbara ist die Schutzheiligin der Bergleute, und das sind ja Bergleute, ne, so Steine und Stuff. Und das war echt eine fette Party. Da können sich die ganzen Fashion Week Partys meine Scheibe abschneiden. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass der Bierbrauerei-Studiengang mit denen im gleichen Haus ist. Mit Pink sind wir jetzt erstmal durch. Ich kipp das mal kurz aus, misch das Blau an und dann geht's weiter. Ist nicht schlimm, wenn das aufeinander kommt. Seht ihr, bei mir wird es so cool lila, was ich total nice finde. Batiken ist auch was, das kann man total gut mit Kindern machen, weil ihr seht ja, man kriegt immer ein Resultat, egal wie bescheuert man sich anstellt. Man kann sich nicht viel wehtun, außer vielleicht mit dem heißen Wasser.
Und man weiß sowieso nicht so richtig, was rauskommt, außer man ist der überkrasse Pro. Deswegen eigentlich perfekt für Leute, die sonst immer unter meine Videos schreiben, ah, das traue ich mir sowieso nicht zu, weil ich bin total schlecht im Basteln. Das hier kann wirklich jeder. Und wehe, irgendjemand schickt mir jetzt auf Instagram ein Bild davon, bei mir ist total schief gelaufen. Ja, es tropft ein wenig. Ich halte es mal hier drüber. Das Ganze lassen wir jetzt so um die 5 bis 10 Minuten durchziehen. Und dann kommt der spannende Moment, wo wir das aufmachen und sehen, ob wir unseren Master in Batik-T-Shirt-Farben alle bekommen oder ob wir das Jahr wiederholen müssen. Jetzt der große Moment, wo wir das aufmachen. Auf geht's. Yes. Tada! Eine klassische Batik-Spirale. Ich muss selber mal kurz gucken. Ich bin super begeistert. Ich finde immer so Sachen, wo man nicht genau weiß, ah, wie wird es jetzt? Wird es gut? Wie sieht es aus am Ende? Und dann klappt es. Ich bin dann immer doppelt begeistert. Ja, so sieht das Ganze aus. Wichtig ist jetzt, das seht ihr nicht, aber das mache ich mal ganz schnell. Sobald ihr das aufgemacht habt, müsst ihr das mit Wasser auswaschen. Weil sonst die Farbe, die da noch drin ist, weiter zuzieht und dann habt ihr nicht mehr das coole Muster, sondern nur noch ein Geschlunze. Und das wollen wir natürlich nicht, deswegen mal schnell auswaschen. Ich habe das Shirt jetzt nochmal ausgewaschen, da hat sich jetzt natürlich so nicht mehr viel getan, aber die Farbe zieht nicht mehr weiter. Und wichtig ist auch, bevor ihr das anzieht, schmeißt das auf jeden Fall nochmal in die Waschmaschine, weil so frische Farbe auf schwitzender Haut ist nicht so das Coolste. Flatsch! Ansonsten, falls ihr das nachmacht, schickt mir unbedingt ein Foto. Ich will total gerne eure bunten Spiral-T-Shirts sehen. Und falls ihr Bock habt, geht gerne den Film gucken, weil der perfekt ist jetzt gerade, wo es ein bisschen wärmer wird, um rauszugehen, den in einem Open-Air-Kino zu gucken oder mit Freunden im Autokino und man lacht und bewirft sich dabei mit Popcorn und guckt sich studierende Menschen mit lustigen Bärten an. Also, wir sehen uns dann im nächsten Video und vergesst nicht zu abonnieren, denn jedes Einhorn bekommt seine Flügel dadurch. Tschüss!